Auf dem Parkplatz vor der Wache fällt Michael Weber und Dirk Ahrens ein LKW mit defekten Scheinwerfern auf. Guten Tag, die Polizei. Ja? Was habe ich gemacht? Oder? Wir haben nichts gemacht, der LKW hat das gemacht. Ihr rechtes Bremslicht ist defekt. Nichtsdestotrotz hätte ich gerne mal einen Führerschein und einen Fahrzeugschein gesehen. Oh, das wusste ich gar nicht. Deswegen sagen wir es Ihnen ja. Fahrerkarte können Sie drin lassen, das Gerät ist eh kaputt. Okay, Personalausweis auch? Ne, den brauche ich nicht. Haben Sie Fahrzeugschein oder irgendwas dabei? Was haben Sie geladen? Ich habe Elektronik geholt. Elektronik geholt? Ja, ganz genau weiß ich ja immer nicht. Da waren gerade Geräusche drin. Transportieren Sie sonst noch was anderes? Nein, ich wollte gerade sagen. Steigen Sie mal aus. Machen Sie mal hinten die Ladeklappe auf. Ja. Ich habe auch was gehört. Da, ja. Hören Sie das? Kommen Sie mal mit. Gehen Sie mal. Das kann doch nicht sein. Ja, das hören Sie doch auch, oder hören wir das nur? Oh. Ich habe schon gedacht, ich bin irgendwie. Machen Sie mal auf hin. Das wären die ersten Elektroartikel, die klopfen. Darf ich Ihnen das mal hier hinlegen? Ja. Alles gut. Die Polizei. Alles gut. Alles gut. Polizei. Die Polizei. Machen Sie mal ganz runter. Bleiben Sie mal was drauf. Da sind zwei Damen. Auf meine fahren Sie noch mal ein bisschen runter. Verstehen Sie Deutsch? Ja. Stopp, ist gut. Ist gut. Was macht ihr denn auf meinem LKW? Nee, hier, hallo, hier hin, komm, hier hin, hier hin, hier stehen bleiben. Ja, du auch, hier stehen bleiben? Herr Lippold. Hier stehen bleiben? Ich kenne ihn nicht. Ja, kommst mal rum. Guckst du mal kurz? Warte mal. Guck noch mal, ob da noch was ist. Ja, ja. Das kann doch nicht sein, wo kommt ihr denn her? Ja, genau. Wie ein kleines Versteck da hinten. Wo kommen Sie denn her mit Ihrer Ladung? Ich bin von Tschechien über Prag gefahren, habe auch nur einmal in Polen, Entschuldigung, in Polen gehalten, war da auf Toilette an einem Rastplatz und bin sofort weitergefahren. Wie kommen Sie auf den LKW? Verstehen Sie Deutsch? Nein. Gar nichts. Wir gehen mal drei rein. So, kommen Sie mit. Guckst du noch mal an? Hast du noch mal ein Auge? Ja. Geh, einfach gehen. Hier, komm. Ja. Das ist natürlich jetzt, so hat man uns die Verkehrskontrolle auch nicht vorgestellt. Wir haben ja jetzt hier mit Sicherheit irgendwas Schleusermäßiges. Ja, jetzt natürlich, ob das freiwillig ist oder die Damen gezwungen worden sind, das müssen wir jetzt drin mal klären. Wenn es schwierig ist, die verstehen kein Deutsch, müssen wir jetzt gleich mal gucken. Nachdem Dirk Ahrens die beiden verängstigten Frauen beruhigt hat, organisiert er einen Dolmetscher. Unterdessen vernimmt Michael Weber die Lkw-Fahrerin, die bestreitet, etwas von ihrer Fracht gewusst zu haben. Die Frage, die sich uns stellt, wie kommen die zwei Frauen auf den LKW, das ist eine geschlossene Ladefläche. Sie haben keine Plane, nichts. Die Plane war unbeschädigt. Das heißt, entweder ist sie beim Verladen reingekommen oder bei der Pause. Ich weiß es auch nicht. War das beim grenzüberschreitenden Verkehr? Wurde da kontrolliert? Wurde die Ladefläche kontrolliert? Nein. Also gibt nur die zwei Möglichkeiten. Vielleicht war ich 10 Minuten weg. Ich bin kurz nur auf Toilette gewesen, habe mir einen Kaffee geholt und dann wieder eingestiegen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich kenne weder die beiden Frauen, noch würde ich irgendwelche Menschen. Aber die Polizei kennen sie, gell? Die Dame hat nämlich schon mal was mit uns zu tun gehabt, mit den Kollegen. Weswegen? Ja, aber das ist schon 15 Jahre her und ich bin nie wieder in Konflikt gekommen mit irgendeinem Gesetz. Nee, weswegen? War die Frage. Mit Betäubungsmitteln. Und das war ich auch gar nicht. Das war nämlich mein Ex-Freund damals. Es war mein Auto, das stimmt. Und deswegen, aber da hatte ich nichts mehr zu tun. Ist ja fast wie jetzt. Ja, genau. Ich war es nicht. Aber ich war es nicht. Ich war es auch jetzt nicht. Wie kommen die zwei Mädels auf die Ladefläche? Die Route, die sie fahren, ist sie geplant? Machen Sie regelmäßig Pausen an bestimmten Stellen oder ist das unregelmäßig? Ich mache regelmäßig Pausen, aber nie an bestimmten Stellen. Ich fahre auch nie an dieselbe. Also klar, es kommt auch schon mal vor, dass ich zweimal an denselben Rastplatz fahre, aber ich habe nie Punkte, wo ich. Wie oft machen Sie die Tour nach Tschechien? Von Köln aus? Ja, das ist unterschiedlich. Ich fahre ja nicht immer nur nach Tschechien. Ich fahre auch schon mal nur nach Polen. Also Sie haben jetzt keine feste Tour Tschechien hin und zurück? Nein. Sondern auch Polen, andere Länder auch noch? Generell europaweit fahre ich. Okay, generell europaweit. Gut. Ja. Ich würde auch eigentlich gerne mal die Kerstin, meine Chefin, anrufen, dass ich mal. Ich habe damit nichts zu tun. Das können Sie gerne tun, ja. Niemals würde ich irgendwas machen. Rufen Sie Ihre Chefin an und sagen der Bescheid. Als die Lkw-Fahrerin ihre Chefin kontaktiert, erklärt sich diese bereit, sofort zur weiteren Klärung zur Wache zu kommen. Dort erscheint sie nur wenig später in Begleitung ihres Sohnes. Dirk Ahrens klärt die Spediteurin über den Vorfall auf. So, folgendes. Die Frau Lippold war ja wohl mit ihrem LKW unterwegs. Wir haben die eine Verkehrskontrolle unterzogen. Ja. Und haben dabei zwei tschechische Mädels auf der Ladefläche festgestellt. Was? Ja, genau. Das haben wir uns auch gefragt. Ob freiwillig oder unfreiwillig, das wissen wir jetzt noch nicht.
Haben Sie da irgendwie Kenntnis von? Ich meine, es ist ja Ihre Spedition, die Frau Lippold fährt für Sie. Nein, absolut nicht. Also unser Betrieb ist absolut sauber. Wir haben nichts mit, keine Ahnung, Schwarzarbeiter oder so zu tun. Nein. Ja, das sieht ja vielleicht eher nach einer Schleusung aus, aber... Ja, vielleicht fragen Sie mal die Marie, unsere Fahrerin. Vielleicht ja, die befragt der Kollege schon. Also Sie wissen nichts von uns. Die Gute. Nee. Gut. Das ist... Warten Sie einen Moment, wir kommen gleich noch zu Ihnen. Alles klar. Die Frau Enders mit ihrem Sohn, dem Juniorchef, ist draußen. Die wissen von nichts. Also ich habe gesagt, hier sollen die Fahrer befragen. Zuverlässige Fahrerin. Und sie haben nichts damit zu tun. Ja. Was? Ich bin seit 5 Jahren bei denen. Ich habe noch nie irgendwas. Ja, hat die gesagt, zuverlässige Fahrerin. Ja, war ja nichts Negatives über sie. Was ist ja nicht negativ. Ja, weißt, was, ich habe mir überlegt, solange die Dolmetscherin da ist, ich gehe mir noch mal dem LKW gucken. Ja. Vielleicht ist da noch irgendwas drin, was uns weiterbringt. Ich habe jetzt hinten auch nicht weiter nachgeguckt auf der Ladefläche. Ja. Vielleicht ist da ich guck noch mal. Ich habe auf jeden Fall nichts damit zu tun. Zettel habe ich noch gefunden. Ja. Frau Lippold, ist das vielleicht Ihr Zettel? Sagt er Ihnen was? Nein. Ich kenne die Nummer nicht. Ja, guck doch mal unter. Habe ich schon eben. Hast du schon? Komm mal mit. Oh. Bitte. I'm very exciting. Very exciting. Was hast du? Das ist eine Telefonnummer vom Bordell. Nee. Purple Heaven. Und weißt du, was witzig ist? Unser Juniorchef der Spedition ist Geschäftsführer von dem Puff. Ja, du, jetzt wird der Kreis rund. Jetzt hat er die zwei Mädels hier ohne ihr Wissen hat die auf den LKW gepackt. Vielleicht brauchen Jungfleisch oder was auch immer und wollte welche austauschen und hat denen irgendwas versprochen. Aber wie kriegen so wir ihn immer? So wie es immer läuft. Ja. Ich habe die ja hinten im Büro, die zwei. Ja. Aber komm, wir quatschen ihn jetzt erstmal. Genau, wenn er. Wir quatschen. Komm. Genau. Wir gehen mal raus. Bei dir raus? Genau, gehen wir mal raus. Dann können wir mal gucken, ob wir die beiden Damen mal. Genau. Vielleicht kennen die sich ja schon. Hm. Wir kommen sofort wieder. Nicht weglaufen. Hallo. Hallo. Guten Tag. Das ist der Kollege. Ja. Also wir sind ja in Ermittlungen mit den zwei jungen Damen, die wir hier auf dem LKW angetroffen haben, wo keiner weiß, wie die auf den LKW kommen. Ja, bin ich auch. Haben Sie, Sie sind der Sohn von... Genau, genau. Der Juniorchef. Der Juniorchef. Genau. Haben Sie noch andere Betätigungsfelder, wo Sie sich engagieren? Nee, eigentlich nicht. Nee. Nicht? Nee. Okay. Kennen Sie das Bordell? Nee. Blue Heaven? Nee. Purple. Nee, Purple Heaven. Nee. Sie kennen Sie nicht. Sagt mir nichts. Wieso soll er das denn kennen? Ja, weil der eingetragen ist als Geschäftsführer. Was? Ja. Kann nicht sein. Nee, das kann sich ja nur ein Missverständnis. Ist ein Missverständnis. Nee. Natürlich. Das ist aber ein sehr komisches Missverständnis, ne? Um Gottes Willen, nee. Kann das sein, dass Sie Nachschub brauchten für. Irgendwas? Nee. Nicht? Nee. Was kann nicht sein. Was für ein Nachschub? Fürs Bordell. Deswegen die zwei jungen Damen. Wer hat denn die Kalkulation gemacht, wer wohin fährt? Die habe ich gemacht, ja. Die machen Sie. Genau. Okay. So. Und wenn Ihre Kollegin hier in Tschechien ist, wer belädt das Fahrzeug? Kollegen. Aber Sie nicht? Das ist, nee. Also Ihre Fahrerin nicht? Nee. Ja, mein Sohn, der arbeitet ja von vor Ort, von hier. Also der disponiert genau, natürlich nur die Fahrten. Nur die Fahrten, genau. Unsere gute Marie ist ja nun unterwegs und vielleicht... Wollte sie sich was dazu verdienen, also wenn das jetzt... Ja, die Frage ist, was die Frau Lippold mit den zwei Damen auf der Ladefläche anfangen kann. Ja. Sie eigentlich. Naja, aber was sollen wir damit anfangen? Also, ja, schon als Geschäftsführer vom Bordell. Nee. Also wie gesagt, das kann nur eine, Namensverwechslung sein. Ja, glaube ich auch. Ja, das prüfen wir mal. Kann nicht sein. Da prüfen wir mal genau nach. Also wenn wir schicken jetzt gleich mal eine Streife vor Ort. Mhm. Haben die schon auf? Ich weiß nicht, wovon Sie reden, ne? Wir schicken gleich mal eine Streife vorbei. Und dann prüfen wir mal im Handelsregister, wer da noch eingetragen ist als Geschäftsführer. Aber Sie stehen ja eindeutig drin und macht uns schon ein bisschen... Ne? Komisch ist es schon ein bisschen. Nee, nee. Kann nur eine Namensverwechslung sein, das gibt's ja gar nicht. Die Dolmetscherin? Gibt's ja gar nicht. Dann hole ich die deine Dame ab. Kann ja nicht sein, dann prüfen Sie das mal nach. Ja, es gibt Zufälle, die gibt's eigentlich gar nicht. Ne? Deswegen glaube ich nicht an Zufälle. Ja? Und wenn da zwei Mädels auf der Ladefläche gefunden werden. Einfach geradeaus. Job jeden. Was? Job. Ich? Ja, was Job? Kann nicht sein. Job, Ja. Nee, wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr von mir? Nee. Leonardo. Kann ich kann absolut nicht sein, nee. Geht mal weiter durch. Geht mal weiter, was wollt ihr von mir? Ja, die gehen doch jetzt weiter. Ja. Nee, gibt's doch gar nicht. Entschuldigung, wieso kennt die dich? Die hat doch deinen Namen gesagt. Die stimmt was nicht, nee. Alles gut. Lennart, die hat doch gerade deinen Namen gesagt, Lennart. Was soll? So. Nee, hier stimmt was nicht. Nee. Ja, hier stimmt aber wirklich irgendwas nicht. Also jetzt möchte ich aber auch mal wissen, was hier passiert. Wir wollen keine Geschichten hören, ja? Und nee, das kann nicht sein. Nee, ich kenne die Damen nicht, tut mir leid.
schon mal auf der Kanonenkugel geritten? Kennst du den? Nee. Baron Münchhausen? Nee. Der konnte auch so Geschichten erzählen. Mhm. Und jetzt ich würden wir gerne eigentlich mal auch die Wahrheit machen. Nee. Jetzt mal Butter bei die Fisch. Nee, ich kenne die Dame wirklich nicht. Ja, die Dame kann kein Brocken Deutsch. Ja, aber ist aus Tschechien. Sprechen ja noch auf Deutsch auf Sie an, dass Sie Lennart heißen und dass Sie einen Job versprochen haben. Wollen Sie uns hier verkohlen? Ich geb's ja zu. Ja, Lennart, schön. Das kann doch ich wollte nicht wahr Ihnen da einen Job jetzt besorgen, hier in der Pflege. Das wäre doch hier auch super gewesen in Deutschland. Da hätten Sie einen guten Job gehabt in der Pflege hier. Pflege bei Ihnen im Bordell. Ja, meine Kollegin in Prag. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe da nur mal Kontakte. Sie haben Kontakte nach Prag. Sie hätten es doch hier wunderbar gehabt. Aber die armen Mädels, was hast du mit denen vorgehabt? Wolltest du die zur Prostitution zwingen oder was? Nein, natürlich nicht. Ein Job in der Pflege. Ach, in der das wäre doch hier super. Da haben sie auch Connection. Sind sie auch irgendwo Geschäftsführer? In Deutschland. Das wäre doch. Und das über meine Firma? Ja, das ist natürlich super. Weil das, man hat das, ja, man hat da haben wir mal einen tollen Ruf jetzt. Ja. Vielen Dank dafür. Machst du Idee? Ich lege Ihnen keine Acht an, Sie sind vernünftig. Ich bin vernünftig. Dann kommen Sie hinter mir her, bitte. Auf so, Lennart, dass du mir das antust, wirklich. Ja, für uns war letztendlich klar, dass hier unser Herr Enders eine ganz klare Schleuserkriminalität begangen hatte, beziehungsweise da involviert war. Er wollte die beiden Damen im Prinzip für sein Bordell anheuern, ja, aus dem Ostblock. War ganz klar und ganz eindeutig, ja, wobei er immer meinte, dass die Damen hier für die Pflege wären. Naja, das kann man so oder so sehen, die Pflege. Ja, letztendlich ist er hier ganz klar Beschuldigter. Ja. Wir warten auch auf einen Dolmetscher noch. Die beiden Damen, die ihn ja augenscheinlich kannten, werden dementsprechend das aussagen. Ja. Wie gesagt, für uns ist die Sachlage klar. Der Herr Enders hat sich hier ganz klar der Schleuserkriminalität, der illegalen Prostitution strafbar gemacht und da wird er sich auch für verantworten müssen. Die Lkw-Fahrerin kommt selbstverständlich straffrei davon, da sie unwissentlich als Schleuserin fungierte. Die Spediteurin hat ihren Sohn entlassen. Er muss sich wegen illegaler Prostitution und Menschenhandels verantworten.